Hallihallöchen Leute, willkommen zum Test des Partybags von Rossmann für sage und schreibe 8,99 für diesen ganzen Schrott. Aber hey, irgendwann muss man das ja mal testen. Machen das jetzt erstmal auf und gucken mal, was da so drin ist. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Turbine, eine Packung, Feuervesuv, also zwei kleine Vulkane, Superknallerbsen natürlich. Blitz, Donner, ich schätze mal, das werden dann kleine Cracking-Dinger sein, ne? Haben wir super Partyknaller, ja gut, die testen wir natürlich nicht, ne? Die kommen zu meinem Restsortiment so dazu. Dann haben wir hier Kobold-Snapper. Kobold-Snapper. Oh, was haben wir denn hier dickes? Dicke Brummer. Ernsthaft, sechs dicke Brummer und dafür so eine fette. Das ist mal Verschwendung. Promet, das ist nicht umweltfreundlich. So, was haben wir denn hier noch? Oh ja, super, 40 Wunderkerzen. Ich bin ja begeistert. Können wir wieder ein neues Vernichtungsvideo machen. Yeah, Kobold-Snapper, noch mehr. Alter. Und was haben wir noch hier drin? World Kids. Ja, vier Tischbomben. Die testen wir ja auch nicht. Weil draußen testen ist immer ein bisschen doof und ich finde, Tischbomben müssen wir jetzt nicht unbedingt testen. Ja, also effektiv verzündeln können wir dann ja eigentlich nur. Ja, das hier. So, warte mal. Also die beiden Vesuve, Blitzdonner, tolle Biene und die dicken Brummer da oben. Und dann geht es natürlich nicht. Partykanal ist witzlos und Knallerbsen. Ja, also das für 9 Euro ist natürlich ziemlich witzlos. Na egal. Gucken wir uns das mal näher an, ob sich das vielleicht zumindest lohnt, aber ich glaube es mal nicht. So Leute, jetzt sind wir bei der Zündung. Jetzt machen wir als erstes Blitzdonner. So, das sind jetzt hier so, ja, Presslinge. Crackling offensichtlich. Nein, das sind Blitztabletten. Ach du grüne Neune. Blitztablette. Was ist das? Aua! Verdammt! Blödes Ding. Naja, nicht so geil. Ich hatte gehofft, das wären jetzt Crackling-Presslinge gewesen. Eine brennt einfach nur runter, das Ding. Naja. Semi-geil, die Dinger. So, was haben wir noch? Tolle Biene. Fünf Stück. Oh, neues Design. Jetzt sehen die aus wie eine Biene, ist ja lustig. Ob sie deswegen besser werden, glaube ich nicht. Ja, klasse. Fängt der direkt gut an. Ja, wenn sie gehen, sind sie gut. Die Ton liegt aber auch wenn. Und da fährt jemand das Auto hinter mir weg. Hui. Oh, das war ein bisschen nah. Doch, gehen eigentlich, aber es rechtfertigt den Preis noch bei weitem nicht. So, was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir zweimal Vesuv hier drin. So, zwei echt winzig kleine Vulkane hier. Hauptsache Vesuv steht drauf. Jetzt sind wir mal auf Schlag weg. So. Na toll. Abgesehen davon, dass er umgefallen ist, aber ein sehr cooler Goldeffekt. Definitiv was anderes.
So, dann haben wir als letzten zündbaren Artikel hier drin noch die dicken Brummer in einem viel zu großen Blister hier. Boah. Nachdem aufwendig hier rausgerissen, ist ein bisschen scheiße, wenn wir da rausholen. Ja, ganz normale dicke Brummer. Nichts Besonderes, nichts mega Starkes oder sonst irgendwas. Oh, und weg ist er. So, eine machen wir noch, einen Brummer, und dann... Na komm. Oh. Ja, die Sachen, also die zündbaren Sachen sind akzeptabel, aber für 9 Euro ist es einfach nur Müll. Tschüss. Oh.